Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Der Lockdown war auf jeden Fall eine schwierige Zeit für kreative Köpfe. Wobei, es war auch eine Zeit, die kreative Köpfe dazu angeregt hat, noch kreativer zu werden. Also, lass mich korrigieren, kreativer werden zu müssen. Denn mit großen Budgets, großen Sets, vielen Leuten Filme zu realisieren, ist tatsächlich gar nicht mal so kompliziert, wenn eine Hand mehr oder weniger die andere wäscht. Aber mit möglichst wenig Leuten in abgeschotteten Regionen, mit ganz strengen Auflagen, und so weiter, irgendetwas auf die Beine stellen zu müssen, das ist dann doch gar nicht mal so leicht. Da fühlt man sich dann quasi in seinem eigenen Wohnhaus vielleicht wie in einem Lockdown Tower. Ein Film, der auf jeden Fall dieses Thema des Lockdowns quasi ad absurdum führt und in eine ganz neue Sphäre hieft, wobei man in diesem Fall auch seinen klitzekleinen, sagen wir mal, Guerilla Arthouse Einschlag nicht ganz ablehnen kann, weswegen es ein Film ist, bei dem die Meinungen des Publikums dann auch relativ weit auseinandergegangen sind. Regisseur und Autor Guillaume Niclou hat in seiner Karriere bereits einige Filme zuvor gemacht, von denen allerdings jetzt nicht viele wahrscheinlich ein großes Publikum angesprochen haben. Es Filme wie Könige des Betrugs oder Ans Ende der Welt oder Die Nonne im Schatten der Wälder, eine ganz private Affäre. Habe ich, muss ich zugeben, noch nie was davon gehört. Lockdown Tower ist auch wahrscheinlich in erster Linie deswegen ein Film, der auf meinem Zettel gelandet ist, weil, das kann man sich sicher ganz gut vorstellen, er von Cape Light in 4K in einem Mediabook veröffentlicht wurde. Und dabei bekommen wir, wie von den 4K-Mediabooks von Cape Light gewohnt, eben hier eine C-Card mit weiteren Informationen, eben dem der FSK-Freigabe, dem Hinweis auf HDR10. Dolby Vision scheint bei diesem Titel nicht mit an Bord zu sein, sondern aber generell wirkt der Film auch so, als hätte er generell so ein bisschen eine reduziertere Farbpalette und als wäre hier die volle Dröhnung der verschiedenen Knits von Dolby Vision gar nicht mal unbedingt so dringend notwendig, aber wir bekommen hier ein interessantes Cover-Artwork, weil grundsätzlich sehen wir auf der Originalversion von diesem Plakat noch das Hochhaus quasi wesentlich länglicher und deutlicher, haben zusätzlich zu den hier mit Charakteren versehenen Fenstern auch noch einige abgedunkelte Fenster und haben mehr oder weniger ein weitreichenderes Bild von der Verlassenheit von diesem Hochhaus. Hier hat man das dann natürlich eben formatbedingt für dieses Mediabook-Cover-Artwork ein bisschen kondensieren müssen, wobei ich dieses Motiv jetzt nicht sonderlich ansprechend finde. Außerdem würde mich wirklich interessieren, in welchem Hochhaus in Frankreich Leute in ihrem Wohnzimmer Schweine aufhängen und ausbluten lassen. Das ist dann vielleicht schon ein kleines bisschen exzessiv. Wir bekommen natürlich eben noch weitere Bilder mit dem, was offensichtlich alles gleichzeitig in einem Haus passieren kann. Höre da nur ich die Dugu, Dugu, Dugus von 24 im Hintergrund in meinem inneren Ohr. Aber wir können da natürlich einmal hier einen Blick ins Innere werfen. Da bekommen wir auf dem Booklet Frontcover ein Motiv mit zwei Charakteren, das natürlich eben wie von Cape Light gewohnt hier auf den linken Innenspiegel fortgeführt wird, beziehungsweise dann auch auf die UHD 66 Double Layer mit dem Film. Dabei geht allerdings eben hier nicht wahnsinnig viel vom Motiv auf die Disc über, aber auch auf der rechten Seite, auf dem Backcover vom Booklet, ist ein, wie ich finde, nicht unatmosphärisches und uneinladendes Bild zu finden, wobei das hier auf der rechten Seite dann auch nur mehr einen kleinen Ausläufer hat, der dann ebenfalls auch hier auf dieser Disc weiterläuft. Aber das Disc-Motiv an sich für sich genommen nicht sonderlich spektakulär, aber finde ich trotzdem die Discs in dem Fall wieder sehr schön in dieses Design eingeordnet. Das Booklet bietet dieses Mal auch ein Vorwort des Regisseurs, beziehungsweise dann ein Interview, das für diesen Release mit ihm geführt wurde. Es gibt dann natürlich eben auch noch hier weitere Bilder aus dem Film. Das Ganze
erinnert mich vom Farbspektrum her ein bisschen an die Serie Geister von Lars von Trier mit diesem extrem bräunlichen Einschlag, beziehungsweise hat Capelet hier auch sehr konsequent diese ganzen Kratzer, Beschädigungs- und Zerstörungseffekte in das Design von diesem Mediabook eingearbeitet. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich weiß, dass Lockdown Tower auf keinen Fall ein konventioneller und schon gar kein einfacher Film sein wird, sondern eben einer, der seinem Publikum sicherlich auch eine Menge an Geduld abverlangt. Ob ich die aufbringen kann, ist natürlich eher fraglich, aber es ist ein Film mit einer durchaus interessanten Prämisse, dem man meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Chance geben soll.